Nochmal zum Zusammenhang zwischen dem Feuchtegehalt X. Dieses X soll ja sein, wie viel Gramm Feuchtigkeit habe ich pro Kilogramm trockener Luft. Zu dem Zusammenhang zwischen dem Feuchtegehalt X und der relativen Feuchte. Also das, was man eher für den Menschen angeben möchte. Relative Feuchte, 30%, 40, 50, 60, 70% oder Feuchtigkeit, je nachdem. Phi, zu dem Zusammenhang nochmal. Ich hatte vor dem Mollier so ganz dreist hingeschrieben, diese relative Feuchtigkeit, na, das ist ja eigentlich sowas wie der Feuchtegehalt, den man aktuell hat, durch den Feuchtegehalt bei Sättigung. Das ist ein bisschen geflunkert, muss ich gestehen. Das passt typischerweise recht gut, aber es ist nicht exakt. Also wenn Sie sich das Mollier-Diagramm angucken und darin Isothermen angucken, ich schreibe mal einfach Theta gleich Konst, da eine Isotherme angucken, dass Sie sagen, hier am rechten Ende bei Sättigung habe ich eben Phi gleich 1 oder 100%, eine relative Feuchtigkeit von 100%. Und in der Mitte, wenn ich nur die Hälfte des Feuchtegehalts habe, der Feuchtegehalt geht ja so linear, die x-Variable, wenn ich nur die Hälfte des Feuchtegehalts habe, dann sollten das eigentlich auch 50% sein. Das stimmt nicht ganz, muss ich gestehen. Das stimmt so in dem unteren Bereich, 0 Grad, 10, 20, 30, 40 Grad. Aber wenn man weiter rauf geht, stimmt das nicht mehr. Das ist für die Klimaanlagen dann nicht so spannend, aber ich fühle mich verpflichtet, Ihnen das trotzdem noch mitzuteilen. Das stimmt nicht wirklich, dass ich hier 1:1 teile. Bei einem normalen Diagramm kann man es mit bloßem Auge kaum sehen. Wenn Sie weiter rauf gehen, 70, 80, 90, 100 Grad, dann sehen Sie allmählich, dass das nicht mehr ganz hinkommt. Das wollte ich mit Ihnen noch einmal durchgerechnet haben. Ist auch eine schöne Übung nochmal zu den idealen Gasgesetzen. Und zwar so. Also wir fangen an, dass wir eine bestimmte Masse an Luft haben, trockene Luft. Das meine ich hier mit ml, eine bestimmte Masse, so und so viel Kilogramm trockene Luft. Davon das x-fache soll sein, wie viel Wasser ich habe. Jetzt schreibe ich mal nicht mw wie letztes Mal, sondern tatsächlich md für Dampf. Ich möchte jetzt wirklich nur Dampf haben. Letztes Mal ging es ja auch darum, dass man mit 0 Grad flüssigem Wasser startet und das verdampft. Ich will jetzt wirklich nur Dampf haben, deshalb schreibe ich mal md und nicht mw. Und was einen nun interessiert, sind die Partialdrücke. Was ist der Druck der trockenen Luft und was ist der Druck des Wassers, des Wasserdampfes für sich allein? Ich schreibe mal, wenn ideal, Daltons Gesetz, dass der Gesamtdruck die Summe der Partialdrücke ist und die Partialdrücke drücke ich dann obendrein noch mit der Gleichung des idealen Gases aus. Also der Partialdruck für den Dampf mal das Volumen von meiner feuchten Luft wird jetzt, ideales Gasgesetz, sowas werden wie die Stoffmenge vom Dampf mal R mal T. Und analog dann für die trockene Luft, was ist der Partialdruck der trockenen Luft? Das mal das Volumen der feuchten Luft wird sein, Stoffmenge der trockenen Luft. Was ein bisschen komisch ist, weil das ein Gasgemisch ist. Ich schreibe trotzdem mal jetzt NL hin, mal R mal T. Das wären also, wird zweimal das ideale Gasgesetz hingeschrieben. Jetzt aber mit Partialdrücken, die addieren sich ja. Der Gedanke bei Dalton ist, Sie haben in Ihrem Volumen zwei Stoffe drin. Einen blauen Stoff, einen roten Stoff offensichtlich. Und in der einfachsten aller möglichen Welten verhält sich das so, als ob Sie das Volumen einmal nur mit dem blauen Stoff hätten, genau dieselbe Menge, einmal nur mit dem roten Stoff hätten und dann einfach die Drücke addieren und sonst nichts Großartiges passiert. Natürlich werden diese Stoffe im wahren Leben wechselwirken, aber in guter Näherung für feuchte Luft kann man die Luft, die trockene Luft von dem Wasserdampf so auseinandernehmen. Für die Partialdrücke, die idealen Gasgesetze hinschreiben. Das heißt, der Gesamtdruck, den ich hier habe, mein ungefähr 1 bar, der soll also die Summe sein vom Partialdruck des Dampfes plus Partialdruck der
trockenen Luft. Und jetzt basteln wir noch ein bisschen rum. Ich will ja das Verhältnis der Massen haben. Wie bekommen Sie diese Stoffmenge? So und so viel Mol. Wie kriege ich diese so und so viel Mol hier an Dampf? Also wenn Sie dieses ND hätten, ja, wenn Sie dieses ND hätten, die Stoffmenge, wie viel Mol H2O habe ich, wie viel Mol H2O habe ich, mal die Masse eines Mols, ich nenne das mal groß MD, ein Mol Wasser. Wenn Sie die hätten, die Molmasse, dann hätten Sie die normale Masse, so und so viel Kilogramm. Das wäre der Zusammenhang. Wie viel Mol habe ich, ND, die Stoffmenge, wie viel Masse, wie viel Kilogramm hat ein Mol? Beide multiplizieren, dann haben Sie die Masse insgesamt. Hier will ich ND natürlich ausrechnen. Das heißt, das hier, dieses ND, die Stoffmenge vom Wasser, wird sein die Masse des Dampfes durch die Molmasse von Wasser. Und jetzt weiß ich aber obendrein MD, da oben sehen Sie, MD ist X mal ML. Das ist X mal ML, die Masse der Luft. Das heißt, ND ist X mal ML durch die Molmasse von dem Wasser. Warum schreibe ich eigentlich jetzt MD und nicht MW für Wasser? Egal. Also dieses ND wird sein X mal ML durch die Molmasse von unserem Wasser. Die sollte ich vielleicht auch noch irgendwo mal dazu schreiben. Die Molmasse vom Wasser sind irgendwas bei 18 Gramm pro Mol natürlich. Analog hier mit der Stoffmenge für die trockene Luft. Da muss man jetzt natürlich ein bisschen flunkern. Trockene Luft ist ein Gemisch. Das heißt, ich arbeite mit einer mittleren Molmasse für trockene Luft. ML soll die mittlere Molmasse für trockene Luft sein. 29 Gramm pro Mol. Hier rechne ich dann das Analoge. Das heißt, das gibt hier jetzt also, wie viel Luft ist drinnen durch die Molmasse in der gemittelten Variante dann hier der Luft. Alles mit trockener Luft. Soweit Drücke addiert, ideales Gasgesetz. Bis dahin sollte nichts Dramatisches passiert sein. Und jetzt teilt man das durcheinander. Was passiert, wenn Sie die beiden Gleichungen hier durcheinander teilen? Genau, also Volumen fliegt raus, das durch den, das Volumen fliegt raus, das durch den, RT fliegt raus. Es steht links der Partialdruck vom Dampf durch den Partialdruck der trockenen Luft. Gleich, Volumen durch Volumen fällt weg. Rechts, das obere durch das untere, RT gegen RT geht weg. Es bleibt x mal die Masse der trockenen Luft durch die Molmasse vom Wasser. Und unten, sehen, aha, da kürze ich dann ja auch was weg, nämlich hier die Masse der trockenen Luft. Aber ich schreibe es mal ausführlich hin. Oben steht x mal klein ml durch groß md. X mal klein ml durch groß md. Und ich teile durch den hier jetzt noch, den blauen, also unten mal die Masse der trockenen Luft, oben mal die Molmasse, diese mittlere Molmasse der trockenen Luft. Jetzt kann ich netterweise hier die Masse rausschmeißen. Das heißt, das Verhältnis dieser Partialdrücke ist tatsächlich proportional zu x, zum Feuchtegehalt. X mal die Molmasse im Mittel der trockenen Luft durch die Molmasse von meinem Wasserdampf, von Wasser. Das wird das Verhältnis dieser beiden Partialdrücke werden. Also das ist tatsächlich springproportional zu x, wenn Dalton gilt und vor allen Dingen, wenn hier das ideale Gasgesetz gilt. Und jetzt basteln wir hier noch die letzte Gleichung rein. Mich interessiert vor allen Dingen der Partialdruck des Dampfes. Wie kriegen Sie jetzt hier die linke Seite noch umgeformt? Ja, besser wird es nicht. Hier unten können Sie eben den Partialdruck der Luft ausdrücken. Was ist das? Unser gesamter Atmosphärendruck minus den Partialdruck vom Dampf. Das ist hier unten das PL. Also hier steht Partialdruck vom Dampf durch Atmosphärendruck minus Partialdruck vom Dampf. Das PL da unten ausbuchstabiert. Und jetzt kommt endlich die relative Luftfeuchtigkeit wieder in der korrekten Definition.
Die korrekte Definition für die relative Luftfeuchtigkeit, ich schreibe das nochmal dazu, relative Luftfeuchtigkeit, Phi, die korrekte Definition wäre Partialdruck meines Dampfs durch den Partialdruck bei Sättigung. Partialdruck vom Dampf bei Sättigung. Ich schreibe mal PS hier unten und wir mit dem hier unten sagen, das soll der Partialdruck vom Dampf sein bei Sättigung. Selbe Temperatur, aber bei Sättigung. Das wäre eigentlich die offizielle Definition von der relativen Luftfeuchtigkeit. Ich hatte das vor ein paar Wochen mal mit Dichte durch Dichte, geht auch über das ideale Gas, aber die offizielle Definition geht über die Partialdrücke. Das ist der Partialdruck des Dampfs. Aktuell durch, was ist der Partialdruck des Dampfs? Bei Sättigung, der maximale Partialdruck des Dampfs. Und dann können wir hier oben weitermachen. Falls Sie sich erinnern, ich will ja den Zusammenhang zwischen x, dem Feuchtegehalt, und phi, der relativen Luftfeuchtigkeit. Wie könnte ich jetzt hier weitermachen mit diesem Ausdruck? Also dieses Pd wird phi, relative Luftfeuchtigkeit, mal den Sättigungsdampfdruck hier, das Ps auf die Seite holen. Der Dampfdruck ist der Sättigungsdampfdruck mal die relative Luftfeuchtigkeit. Das setze ich da oben ein, das setze ich da unten an. Hier steht also Phi mal Ps durch den Atmosphärendruck minus Phi mal Ps. So, und jetzt habe ich tatsächlich dann den Zusammenhang. Ich löse das am einfachsten nach x auf. Dann steht da, x ist gleich ml durch md, das Verhältnis der beiden Molmassen rüberbringen, den auf die andere Seite bringen, hier steht dann also md durch ml, mal diesen Bruch. Relative Luftfeuchtigkeit mal Sättigungsdampfdruck durch Atmosphärendruck minus relative Luftfeuchtigkeit mal Sättigungsdampfdruck. Das wäre es eigentlich gewesen, das ist die offizielle Gleichung und hier das Verhältnis der beiden Molmassen, dann sehen Sie hier 18 zu 29, 0,62 habe ich irgendwo ausgerechnet. Der Faktor hier vorne ist irgendwas bei 0,62. Das wäre also die, in Anführungszeichen, korrektere Art, den Feuchtegehalt auszurechnen oder einen Zusammenhang herzustellen zwischen dem Feuchtegehalt und der relativen Luftfeuchtigkeit. So, also das ist im Unterschied zu dieser Faustformel hier, die normalerweise gilt in der Klimaanlage, im Unterschied zu dieser Faustformel hier sehen Sie eben, jetzt ist es plötzlich nicht mehr linear, nicht mehr proportional. Hier in der Faustformel sind x und phi proportional zueinander. Was eben geflunkert ist, x ist auf Masse trockener Luft bezogen, phi ist eher auf das Volumen bezogen, das knirscht. Und wenn man das dann eben genauer nachrechnet, stellt man fest, aha, okay, das ist also wohl nicht ein proportionaler Zusammenhang, er ist weitgehend proportional, aber dieser Nenner, der versalzt uns das. Wenn im Nenner hier unten was Konstantes stehen würde, dann wäre es tatsächlich proportional. X wäre ein Vielfaches von Phi und umgekehrt, aber leider nicht. Also das hier sorgt dafür, dass das Ganze nicht streng proportional ist. Ich schreibe mal hier deshalb nicht streng proportional, sondern nur so ungefähr. Wann nervt denn dieser Ausdruck hier unten? Wann merke ich denn, dass das nicht streng proportional ist? So, dann hätten wir das beisammen. Also wenn dieser hintere Term hier, die relative Luftfeuchtigkeit mal der Sättigungsdampfdruck, wenn dieser hintere Term hier klein ist gegenüber dem Atmosphärendruck, dann steht hier unten praktisch der Atmosphärendruck und es ist, naja, so ordentlich linear. Soweit wie man das eben mit bloßem Auge dann sehen kann. Aber sobald dieser hintere Term hier spannend wird im Verhältnis zum Atmosphärendruck, dann merke ich plötzlich, dass da was faul ist. Und wir haben eben zwei Zutaten. Ich schreibe mal, dazu fällt auf, Komma wenn. Wann wird das groß, dieses Produkt? Wenn Sie eine hohe relative Luftfeuchtigkeit haben und einen hohen Sättigungsdampfdruck. Einen hohen Sättigungsdampfdruck können Sie aber nur dann haben, wenn Sie eine hohe Temperatur haben. Bei niedrigen Temperaturen geht ja nicht viel Wasser in die Luft rein. Also hohe relative Luftfeuchtigkeit, hohe Temperaturen. Das ist spannend.
fällt auf, wenn ich schreibe einfach nur Phi groß und die Temperatur hoch, dann fällt das auf. In dem üblichen Bereich von dem Mollier-Diagramm, das man bei der Klimatechnik hat, ist das hier netterweise ziemlich genau gleich dem Atmosphärendruck. Wenn man eben weiter rauf geht, 60, 70, 80, 90, insbesondere 100 Grad Celsius und dann auch noch kräftig Wasser in der Luft hat, dann fällt das auf, dass das Ganze nicht mehr proportional ist. Das können wir vielleicht auch mal gerade noch mal in Zahlen angucken. Was heißt denn das dann überhaupt? Ich fand es am einfachsten, einmal rückwärts zu rechnen. Gegeben den Wert von x bei Sättigung, das hatten wir letztes Mal, gegeben den Wert von x bei Sättigung, was muss denn jetzt der Wert von dem Sättigungsdampfdruck sein? So kriegen wir das ja vielleicht am einfachsten hin. Wenn wir das andersrum ausrechnen, wie kriegen Sie xs hin? Den Wert von x bei Sättigung. Wie viel Gramm Wasser pro Kilogramm trockener Luft sind bei Sättigung drin? Wie kriegen Sie das damit jetzt ausgerechnet? Und dann lösen wir gleich mal auf. So einfach. Ja, Phi ist gleich 1. 100% heißt Sättigung. 100% relative Luftfeuchtigkeit. Also hier steht weiterhin das Verhältnis der Molmassen. Und dann steht da oben einmal der Sättigungsdampfdruck. Und unten steht P minus Sättigungsdampfdruck. Atmosphärendruck minus Sättigungsdampfdruck. Diese Werte für XS hatte ich ja letztes Mal schon angegeben, so ein paar typische Werte. Ich möchte den Sättigungsdampfdruck ausrechnen daraus. Sie stellen das um und kriegen, es ist der Wert vom Atmosphärendruck mal den Wert von X bei Sättigung mal 1 durch, und jetzt wieder das Verhältnis von den Molmassen und einmal noch x bei Sättigung dazu. So sieht das dann aus. Da sehen Sie auch wieder, oh, das ist leider nicht linear an diesem Nenner hier. Aber solange dieses xs klein ist, wenn wir Gramm pro Kilogramm, einige Tausendstel hier, dieses xs ist einige Tausendstel und dieses Verhältnis hier hatten wir gerade, das Verhältnis der Molmassen 0,62. Und dann noch ein paar Tausendstel dazu. Also normalerweise macht das hier hinten den Braten nicht wirklich fett. Es sei denn, man hat relativ hohe Temperaturen und relativ hohe Luftfeuchtigkeiten. Ich sollte mal noch ein ordentliches Mal schreiben. So, mal. Das heißt, man könnte jetzt hier mal den Sättigungsdampfdruck ausrechnen aus bekannten Werten. Was hatte ich zum Beispiel, wenn der Atmosphärendruck 1000 Millibar ist? Ich letztes Mal sowas angegeben, 0 Grad Celsius, 20 Grad Celsius, 40 Grad Celsius. Dann war x bei Sättigung 4 Gramm pro Kilogramm und bei 20 Grad waren es 15 Gramm pro Kilogramm und bei 40 Grad waren es 50 Gramm pro Kilogramm. Hat man da solche Hausnummern. Und jetzt kann man eben ausrechnen, okay, was ist also der Sättigungsdampfdruck? Es sind meine 1000 Millibar mal, vielleicht rechne ich den einen mal gerade hier so grob vor, diese 1000 Millibar, ein Vielfaches von den 1000 Millibar. XS ist einheitslos. Diese 1000 Millibar mal, jetzt kommt XS, das sind also 0,004. 4 Gramm pro Kilogramm sind 0,004. Und da hinten noch mal 1 durch dieses Verhältnis hier waren 0,62. Plus, und dann kommt XS dazu, also 0,04. Sie sehen, in diesem Fall macht dieses XS da unten im Nenner den Braten nicht fett. Ich kriege also was raus von wegen, mal gerade gucken, 4 Millibar, 1000 Millibar mal 0,04, das sind 4 Millibar durch 0,62. Sie teilen durch etwas, das etwas kleiner ist als 1. Sie werden etwas mehr als 4 Millibar kriegen. Ich habe den Taschenrechner bemüht. Es werden 6 Millibar werden. Das ist der Partialdruck von Dampf bei 0 Grad Celsius. Die anderen setzen Sie ein, rechnen Sie genauso. Ich habe sicherheitshalber einmal in Tabellen reingeguckt. Diese Werte sind ja gerundet. Wenn man die korrekten Werte aus den Tabellen nimmt, kriegt man leicht was anderes auf der
zweiten Stelle hier raus. Also es sind 23 und 74 Millibar dann. Nicht mit gerundeten Werten, sondern offizielle Werte aus der Tabelle dann genommen. In solchen Bereichen bewegt sich dieser Sättigungsdampfdruck. Und Sie ziehen jetzt hier, ich sollte das weiter oben hinschreiben, da. Sie ziehen vom Atmosphärendruck 0 bis 1 mal den Sättigungsdampfdruck ab. Sie ziehen von 1000 Millibar ungefähr 0 bis 1 mal 6 bis 74 Millibar ab. Das bleiben typischerweise ziemlich genau 1000 Millibar. Und das heißt, man hat typischerweise etwas, das proportional aussieht. Es ist nicht exakt proportional, aber in diesen Bereichen hier ist es genug genau proportional. Wenn Sie zu höheren Temperaturen gehen, ist das eine andere Geschichte. Das könnte man mal ganz lustigerweise, einfach nur so aus dem hohlen Bauch, bei 100 Grad Celsius, der Sättigungsdampfdruck bei 100 Grad Celsius, in welcher Größenordnung würden Sie da eine Zahl erwarten? Das ist wahrscheinlich noch einfacher, als Sie glauben. Es sind wirklich dann die 1000 Millibar. Bei 100 Grad Celsius haben Sie einen Sättigungsdampfdruck von ungefähr diesem einen Bar. Wasser fängt an zu kochen. Wenn der Sättigungsdampfdruck gleich dem Atmosphärendruck ist, fängt das Wasser an zu kochen. Also in diesem Bereich, da wird das tatsächlich spannend. Wenn Sie Ihr Luft-Wasser-Gemisch auf 100 Grad Celsius erwärmen, dann fliegt Ihnen hier der Nenner um die Ohren. Wenn Sie bis zur Sättigung gehen, da muss man vorsichtig sein. Wieso ist das überhaupt sinnvoll? Das sage ich gerade so, da fliegt mir hier der Nenner um die Ohren. Wieso ist das sinnvoll, wenn ich mit meinem Sättigungsdampfdruck hier den Atmosphärendruck erreiche? Warum ist tatsächlich das sinnvoll, dass ich hier plötzlich durch Null teile, was das Ergebnis angeht? Genau, das x wird unendlich werden, weil Sie haben unendlich viel Gramm Wasser auf so und so viel Kilogramm Luft. Und die feuchte Luft besteht praktisch nur noch aus Wasser. Wenn Sie das Verhältnis bilden, so und so viel Gramm Wasser durch so und so viel Kilogramm trockene Luft, Sie haben praktisch nur noch Wasser und kaum noch trockene Luft, dieses Verhältnis muss explodieren, das Verhältnis wird unendlich werden. Vielleicht ist das auch nochmal eine wichtige Information. Also es gibt im Prinzip hier keine Deckelung für dieses XS. Wenn der Atmosphärendruck 1000 Millibar ist und Sie können in der Temperatur bis 100 Grad Celsius rauf, eigentlich 1013 Millibar, ich will es jetzt nicht übertreiben, und Sie können hier in der Temperatur bis 100 Grad Celsius rauf, dann schaffen Sie es tatsächlich, dass das XS unendlich wird. Das erinnert mich gerade dran. Diese Druckangabe, die ist wichtig hier für den Feuchtegehalt. Diese Druckangabe ist aber nicht wichtig für den Partialdruck. Also auch wenn Sie auf den Mount Everest gehen und nicht 1000 Millibar haben, sondern vielleicht nur 500 Millibar haben, also wenn Sie auf den hohen Berg gehen und haben einen geringeren Atmosphärendruck, dann gilt trotzdem dasselbe hier für den Sättigungsdampfdruck des Wassers. Diese X-Werte verändern sich. Hier habe ich das ja im Verhältnis zur trockenen Luft. Das muss ich vielleicht nochmal versuchen irgendwie zu skizzieren. Also der Gedanke hinter dem Sättigungsdampfdruck ist, Sie nehmen ein evakuiertes Gefäß, schließen Wasser ein in das evakuierte Gefäß und messen dann in der Gasphase den Druck. Das wäre der Sättigungsdampfdruck. Und da kommt dann ja eben die trockene Luft noch hinzu. Und nach Dalton, wenn Dalton exakt gelten würde, würden sich die Drücke einfach addieren. Stimmt nicht hundertprozentig, aber stimmt genau genug. Gibt es noch irgendwo einen Korrekturfaktor. Also das mit der Atmosphärendruckangabe brauche ich für die X-Werte. Der Sättigungsdampfdruck hängt nicht vom Atmosphärendruck ab. Die X-Werte, die ändern sich dann. Wenn ich mit meinem Atmosphärendruck raufgehe, wenn ich von 1000 Millibar, sagen wir, zu den üblichen 1013 Millibar gehe. Hier habe ich XS vielleicht gleich über 0 Grad. 20 Grad habe ich XS gleich 15 Gramm pro Kilogramm. In welche Richtung müsste sich das entwickeln? Ich erhöhe den Druck, den Atmosphärendruck,
20 Grad Celsius. Was wird passieren mit dem Feuchtegehalt bei Sättigung? Wenn ich den Druck der feuchten Luft erhöhe, was muss mit dem XS dann passieren? Da habe ich mich falsch ausgedrückt. Ich meine nicht dasselbe Luftvolumen, sondern wenn ich XS neu bestimme, ich schreibe nochmal XS, ich schreibe vielleicht wirklich hin X bei Sättigung. Also ich nehme nicht dieselbe, muss ich sagen, nicht denselben Kanister feuchte Luft. Was passiert mit X bei Sättigung bei 1013 Millibar und 20 Grad Celsius? Bei 1000 Millibar und 20 Grad Celsius sind es eben 15 Gramm pro Kilogramm bei Sättigung. Wenn ich 1013 Millibar habe, 20 Grad Celsius, wie viel Gramm Wasser pro Kilogramm Luft bräuchte ich dann? Wird es mehr, wird es weniger? Das ist eine schöne Idee. Wenn Sie in die andere Richtung gehen, Sie gehen nicht zu 1013 Millibar, sondern Sie gehen zu 23 Millibar. Was ist, wenn ich ganz runtergehe? Was ist dann das X bei Sättigung, wenn ich zu 23 Millibar gehe? Genau, das wird dann unendlich, weil ja keine Luft mehr drin ist. Also Sie können zu 23 Millibar runtergehen, dann haben Sie den Sättigungsdampfdruck von Wasser bei 20 Grad Celsius. Sie haben nur noch Wasser drin, da ist kein Platz mehr für die Luft bei den 23 Millibar. Das heißt, das X, wie gerade gesagt, nur noch Wasser, das X wird unendlich werden. Und wenn alles in der Welt korrekt zugeht, heißt das, wenn Sie den Druck erhöhen, hier habe ich den Druck massiv gesenkt, wenn Sie den Druck erhöhen, wird das X bei Sättigung also kleiner werden. Es muss kleiner werden als die 15 Gramm pro Kilogramm. Zumindest kann man sich vorstellen, in welche Richtung das geht. Das heißt, im Mollier-Diagramm, das ist gerade Freistil, aber das finde ich gerade total spannend, was passiert im Mollier-Diagramm, wenn ich hier die Sättigung bei 1000 Millibar habe, im Mollier-Diagramm. Wo ist dann die Kurve für die Sättigung bei 1013 Millibar? Ich würde mir Folgendes überlegen, wenn ich sage, das okay, das ist die 20 Grad Isotherme. Und jetzt muss ich einen kleineren X-Wert haben. Selbe Isotherme, aber einen kleineren X-Wert. Die X-Werte werden ja so größer. Das heißt, die Sättigungskurve müsste da liegen. Sättigung natürlich nicht ganz so stark. Ist jetzt völlig übertrieben. Sättigung bei 1013 Millibar. Natürlich nicht so weit verrückt, anteilig verrückt, aber sie geht nach links oben, die Kurve. Kann man sich alles so überlegen, das war jetzt ein bisschen improvisiert, Entschuldigung, aber all sowas könnte man sich aus dem Handgelenk hier zusammendichten. Eigentlich ging es mir nur noch mal darum, klarzumachen hier, der Zusammenhang zwischen der relativen Feuchtigkeit Phi und dem absoluten, wenn Sie wollen, Feuchtegehalt X, der sieht weitgehend linear aus, wenn man nicht genau hinguckt und wenn man genauer hinguckt, was ist eine spannende Gleichung, wenn man genauer hinguckt, sieht man diesen Zusammenhang hier. Und der Nenner macht es dann eben nicht linear bei hoher relativer Luftfeuchtigkeit und bei hohen Temperaturen. Und hier sehen Sie, naja, so bis 40 Grad Celsius, 1000 Millibar im Verhältnis zu 74 Millibar, das ist noch nicht so richtig dramatisch. Aber wenn Sie zu 60, 70, 80, 90, insbesondere 100 Grad Celsius gehen, dann müssen Sie vorsichtig sein. Dann wird es definitiv nicht linear.